Wie kommen Sie denn eigentlich mit Ihrem Geld hin? Ich frage mich immer, wo ist mein Geld bloß geblieben? Dabei teile ich mir mein Gehalt ja ins Dufte ein. Also 50% zum Leben, 50% für Anschaffung. Und nur die restlichen 30% verjubel ich. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Na, höchstens an mir Geburtstag. Da schlag ich zu ganz fürchterlich, obwohl ich ja kein Durst hab. Schön Silvester, mal ein Glas Sekt, ne Kiste Wein zu Neujahr. Auch Whisky, der mir ja nicht schmeckt, zur Not, weil nicht mehr da war. Trotzdem reicht mein Geld nicht aus, ist futsch schon ab 3 Tage. Bin arm wie so ne Kirchenmaus, drum stell ich mal die Frage, wo ist mein Geld bloß geblieben? Sitz nur zu Haus, mach höchstens mal einen Bummel. So durch die Lehen, rin und raus und kauf mal ein Dutzend Fummel. Na schön auch mal ein Plastenerz, der schmeichelt ungeheuer. Ich hab für Tiere eben ein Herz und ist auch nicht teuer. Trotzdem reicht mein Geld nicht aus, ist futsch schon nach 3 Tage. Bin arm wie so eine Kirchenmaus, drum stell ich mal die Frage, wo ist mein Geld? Von Fremden kurz und klein gemacht. Ich jön ja nicht, ich leist mal nicht. Naja, bis auf Klaus Peter. Und wenn auch die Mollen sich auf mein Trabi steht er. Der Waren ist nur leider Schrott seit seiner letzten Reise. Die Werkstatt macht gerade flott für ganz kulante Preise. Trotzdem reicht mein Geld nicht aus, es futsch schon nach 3 Tage. Bin arm wie so eine Kirchenmaus, drum stell ich mal die Frage, wo ist mein Geld bloß geblieben? Von Fremden kurz und klein gemacht. Mensch, sei